9 Uhr am Morgen in einem Wald bei Hamburg. K.S. Michel und Alligatöse kämpfen sich durchs Gestrüpp. Genau, jetzt müssen wir hier was finden. Mit ihren GPS-Geräten sucht das Paar nach einer Filmdose. Die enthält wichtige Daten für ihre Mission. K.S. Michel und Alligatöse sind keine Geheimagenten, sondern Geocacher. Ich hab sie. Auch Blue Lord und Blue Lady gehören zu den etwa 20.000 Schatzsuchern weltweit, die sich mit Hilfe von Internet und Satellitentechnik auf Schnitzeljagd begeben. Einmal angefangen, viele so gute Sachen gefunden, schöne Location gefunden. Ja, das macht den so süchtig, dass man da gar nicht mehr aufhören kann. Blue Lord heißt eigentlich Klaus Hohmann und gehört zu den aktivsten Schatzsuchern Deutschlands. Über 1000 sogenannte Caches hat er schon gefunden. Ziel heute, mit etwa 20 Gleichgesinnten den Cache der Horster Mühle aufspüren. Die Koordinaten, die sich die Geocacher aus dem Internet geholt haben, führen nur zum Startpunkt. Sie suchen die Fischtreppe der Mühle, die wichtige Informationen enthält. Das Jahr, in dem die Fischtreppe gebaut wurde und die Anzahl der Stufen. Das müssen wir jetzt notieren und dann müssen wir rechnen. Baujahr und Anzahl der Treppenstufen ergeben mit Hilfe von mathematischen Formeln neue Koordinaten fürs GPS-Gerät. Erst wer diese Aufgabe gelöst hat, kann weitersuchen. Plus 1 ist 5. K.S. Michel und seine Freundin bevorzugen Verstecke an historischen Stätten und lernen nebenbei, dass es bei Hamburg mal einen Braunkohleberg gab. Das Team sucht die Koordinaten, die ein gewisser Cosmic Bob gelegt hat, der im wirklichen Leben Robert heißt. Roberts Caches sind eigentlich dafür bekannt, dass sie wirklich sehr, sehr gut sind. Gut angelegte Verstecke, gute Koordinaten und man erfährt auch immer was, was man vorher noch nicht gewusst hat. Blue Lord ist mit seinem Team fast am Ziel und ärgert sich ein bisschen, dass er nicht der Finder ist. Sag jetzt nicht, du hast ihn schon gefunden. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Oh. Gut getarnt im Laub der Cache. In der Plastiktüte eine Tupperdose mit Krimskrams. Die Hohmanns suchen auch im Urlaub fleißig nach diesen Tupperdosen. Wir suchen uns eine cache-trächtige Gegend aus. Nach Kassel hat mein Mann 100 Ausdrucke mitgenommen, 100 Papiere. Und 92 haben wir geschafft in einer Woche. So aktiv ist Michael Link alias K.S. Michel nicht. Er spürt gerade seinen 400. Cache auf. Die Devise des Teams, der Weg ist das Ziel. Cosmic Bob belohnt die beiden mit Kinogutscheinen. In Deutschland gibt es gut 8000 Caches, von ganz leicht bis ganz schwer zu finden. Ich denke, dass es eine Passion sein kann für Leute, also sich ganz gemeine Verstecke auszudenken oder ganz besonders schwere Rätsel, die halt die anderen erstmal lösen müssen, bevor sie überhaupt die Startkoordinaten erfahren. Also ich habe auch noch nicht so viele versteckt, weil mir vielleicht auch die Ideen oder beziehungsweise die Orte und die Gelegenheiten fehlen und weil ich eben selber so gerne suche. Blue Lord sucht auch lieber. Nur in Norddeutschland haben er und seine Frau schon alles abgegrast. Sie müssen weit fahren, um sich ins Logbuch, dem Herzstück des Schatzes, einzutragen. Im Internet betreiben besonders Aktive einen Wettstreit um die meisten Caches. In Deutschland stehe ich an dritter Stelle, ne? Ja, im Moment. Ich habe gerade einen überholt, der sonst noch so gut war. Cosmic Bob. Wenn er heute nicht was gemacht hat. Cosmic Bob hat übrigens auch den 400. Cache von Michael Link gelegt. Der wird jetzt wieder gut versteckt, damit sich auch andere Geocacher an seinem Schatz erfreuen können.